Die Vorlesung hat den Titel Prävention und Gesundheitsförderungen sind Krankheiten vermeidbar. Wir haben ja in einer der ersten Vorlesungen gesagt, wenn man sich die anatomisch-physiologischen Erkenntnisse anguckt und sieht, wie viele Hemmungsprozesse, Gesundungsprozesse der menschliche Organismus eigentlich in der Lage ist, herauszubilden, ist es verwunderlich, dass Menschen überhaupt krank werden. Also das bedeutet also, wir gucken uns an, was kann man tun für die Prävention, damit der Mensch sozusagen entweder gesund bleibt oder, wenn er krank ist, sich sozusagen davor schützt, dass noch weitere Schübe oder Episoden auftreten. Gucken wir uns doch mal hier die Untersuchung von Willett, veröffentlicht in Science, über den Lifestyle und die vermeidbaren Krankheiten an. Dann sieht man eigentlich, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz an Darmkrebs, Anfällen, koronarer Herzerkrankung und Typ-2-Diabetes vermeidbar wären, wenn dieser gesundheitsförderliche Lebensstil, der auf der linken Seite zu sehen ist, gelebt werden würde. Also zum Beispiel, dass man sich darum kümmert, dass der BMI unter 25 bleibt, dass man mindestens 30 Minuten pro Tag eine körperliche Aktivität macht, dass man weniger als 3 alkoholische Getränke pro Tag trinkt, wobei das schon ziemlich hoch ist, dass man eher lebenslang Nichtraucher ist und auch, dass der Fleischkonsum sich etwas relativiert. Wenn man sich den Status quo der Prävention ansieht, dann sieht man allerdings, wo die Gesundheitsausgaben je nach Leistungsbereichen sich abbilden und dass diese Gesundheitsausgaben nur 4,5% betragen. Ja, im Unterschied zum Beispiel zu Verwaltungsleistungen mit 5,4%. Also selbst die Verwaltungsleistungen sind höher als die Leistungen, die für die Prävention erbracht werden. Ja, 26% sind ärztliche Leistungen, Therapie- und Pflegeleistungen sind 23%, Arzneimittel umfassen 15,6%, Hilfsmittel 5%. Also das heißt, die Prävention ist tatsächlich, auch wenn es sich erstmal viel anhört, 5% von 234 Milliarden, ist sozusagen noch ausbaufähig. Wie sieht es nun aus mit den Risikofaktoren und der Mortalität? Wir finden in Deutschland im Zeitraum von 1984 bis 1998 verschiedene Risikofaktoren, auch bestimmtes Verhalten, was der Mortalitätsentwicklung entspricht. Und diese Risikofaktoren sind vor allen Dingen Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, Bewegungsmangel und Alkoholkonsum. Und wir sehen also an der Abbildung hier, von, die geteilt ist zwischen Risikofaktoren von Männern und Risikofaktoren von Frauen, dass die Anzahl der Risikofaktoren bei den Männern, insbesondere was das Alter von 60 bis 69 anbetrifft, aber auch 50 bis 59, sich stark unterscheiden, dass also die Männer viel stärkere Risikofaktoren aufweisen als die Frauen, umso älter sie werden. Die Risikofaktoren für die einzelnen Erkrankungen sind hier aufgelistet, das heißt also Übergewicht geht einher, kann einhergehen oder kann führen zum Diabetes mellitus und zur Herz-Kreislauf-Erkrankung. Der hohe Zuckerkonsum kann zu Zahnerkrankungen führen, Ballaststoffmangel kann zu Magen-Darm-Erkrankungen führen oder zu Stoffwechselerkrankungen. Rauchen kann beitragen, dass sich eine chronische Bronchitis, ein Lungenkrebs oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickeln. Bewegungsmangel kann dazu führen, dass es zur Erkrankung des Stützhalteapparates, also wie chronischer Rückenschmerz führt, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Stoffwechselkrankheiten oder auch zu Magen-Darm-Krankheiten. Der Alkoholmissbrauch kann zur Leberzirrhose führen, Bluthochdruck kann zu Schlaganfall, Herzinsuffizienz oder Herzinfarkt führen und die Schadstoffe, die eingenommenen, kann zu Allergien oder auch zu Krebserkrankungen führen.
Was interessant ist, ist, dass das Risiko, dass der Risikofaktor Stress überhaupt keine Auflistung erfährt. Ja, also das, was sozusagen viele Kardiologen sagen, dass gar nicht mal unbedingt das Übergewicht, Bewegungsmangel oder falsche Ernährung so entscheidend sind, sondern eher der Stress oder die fehlende Stressverarbeitung, wird hier überhaupt nicht aufgelistet. Ja. Und das zeigt aber natürlich zugleich das Dilemma, weil gegen den Stress anzugehen, würde ja auch bedeuten, dass man in der Gesellschaft Dinge verändern muss, die sich nicht nur auf die Arbeitszeit beziehen, sondern auch auf die sozialen Gefüge, ja, im Arbeitsbereich zum Beispiel oder auf den Freizeitbereich. Ja, so. Und das sind natürlich Dinge, die weit über die Medizin hinausgehen, die wir aber unbedingt in Erinnerung behalten sollten, weil die ganz wichtig sind im Umgang mit unseren Patienten, die wir darauf hinweisen müssen. Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn Patienten sagen, ja, mein Hausarzt hat gesagt, mein Cholesterinhaushalt ist so hoch und deswegen habe ich so einen hohen Blutdruck. Ja, so. Und wenn Sie dann darüber gesprochen haben, was gerade für ein großes Problem in Ihrer Familie existiert und vielleicht einen Lösungsansatz gefunden haben und sehen, dass der Blutdruck runtergeht, dann merken Sie, dass alleine die biologischen Faktoren nicht ausreichen, um dieses doch sehr komplexe Problem anzugehen. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, so wie ich heute früh schon sagte, dass eben der sprechenden Medizin immer mehr Raum gegeben wird, weil Sie als Ärztin, als Arzt auch eine Placebo-Funktion erfüllen, sozusagen ein lebendes Placebo, ja, was also bedeutet, die Selbstheilungskräfte des Patienten zu aktivieren, indem sie ihm helfen, bestimmte Konflikte anzugehen. In dem Zusammenhang ist das Modell der Salutogenese von Antonovsky entwickelt worden. Antonovsky geht davon aus, dass Gesundheit ein Prozess ist und kein Zustand. Das heißt also, wenn Sie wissen, dass Sie jederzeit Bakterien, Viren, verschiedene andere krebserregende Stoffe in sich tragen und der Körper eigentlich permanent im Kampf dagegen sich befindet. Ein Infekt, also sozusagen der Ausdruck nur dessen ist, dass ihre Ressourcen, ihre körperlichen Ressourcen sich gerade erschöpft haben, dann weiß man, dass Gesundheit tatsächlich ein Prozess ist. Es stellt also ein Kontinuum dar zwischen Gesundheit und Krankheit, und die Prävention und die Gesundheitsförderung werden also im Hinblick auf diese Ziele abgegrenzt. Und zwar so hat sich das Antonovsky das vorgestellt: umso mehr Gesundheitsförderung vorliegt, umso höher ist die Möglichkeit, dass der Körper gesund bleibt. Auch die Prävention kann einen großen Einfluss haben, dass die Gesundheitsförderung ansteigt. Wenn jedoch die Gesundheitsförderung zu wenig ist oder die Prävention zu wenig, dann besteht das Risiko, dass der Patient krank wird. Salutogenese bedeutet also, Schutzfaktoren zu finden, die uns helfen, uns vor Krankheit zu schützen. Und ein zentrales Element dieses Modells ist das Kohärenzgefühl. Also das heißt, wie man mit sich und seinem Leben übereinstimmt. Ja? Im Englischen kann man auch dazu sagen, das Commitment mit sich selbst, das Commitment mit anderen. Ja? Und so wie wir schon in der Stressvorlesung sagten, es kommt immer darauf an, wie ich was bewerte. Und wenn ich einer Herausforderung gegenüberstehe, dass ich die unbedingt meistern will, weil mich das Thema interessiert, ja, ich also sozusagen direkt committed bin mit dem Problem, dann werde ich auch, ohne dabei krank zu werden, diese Herausforderung in der einen oder anderen Form zu meistern verstehen. Ja? Komme ich aber immer mehr in die Situation, irgendwas tun zu müssen, was ich gar nicht will, ja, werde ich mich irgendwann entweder versuchen, der Situation zu entziehen oder sogar so körperlich überlastet sein, dass ich also das Risiko habe, zu erkranken. Das heißt, Kohärenz bedeutet Zusammenhang, bedeutet Stimmigkeit, ist also eine Entscheidung, ja, ob ich sozusagen mich in meinem Leben wohlfühlen will und die Welt als zusammenhängend und sinnvoll erleben möchte. Das heißt, es geht darum, kann ich das, was ich lebe, verstehen, kann ich es bewältigen und erlebe ich eine Sinnhaftigkeit darin. Ja, wenn Sie sich erinnern, gestern habe ich von der Patientin mit dem systemischen Lupus erythematodes berichtet, ja, die also erkannt hat, dass sie, nachdem die Erkrankung sie aus ihrem Beruf als Lehrerin herausgerissen hat, es für sie auch eine Chance war,
bestimmte Dinge machen zu können, die sie sich vorher verboten hat, und sie sich sozusagen viel mehr in ihrem Leben zu Hause fühlte, obwohl sie krank geworden war, dann weiß man, dass sie sicherlich sehr lange gewartet hatte, dieses Kohärenzgefühl zu entwickeln, aber es dennoch geschafft hat. Und das wiederum hatte auch eine bestimmte Auswirkung, eine gute Auswirkung auf den Verlauf ihrer Erkrankung. So, wie ist nun dieses Modell der Salutogenese von Antonovsky zu verstehen? Wir haben also hier die Lebenserfahrung, wir haben auch die Widerstandsressourcen, und diese Widerstandsressourcen können sich generalisieren, wenn die Lebenserfahrung zu einem gewissen Kohärenzgefühl führt. Und außerdem auch das Kohärenzgefühl beeinflusst wird durch eine erfolgreiche Stressbewältigung. So, das heißt also, auf der einen Seite sind die Widerstandsressourcen, auf der anderen Seite sind die Stressoren, die einen Spannungszustand auslösen. Diese Widerstandsressourcen sind sozusagen im ständigen Konflikt mit dem Spannungszustand, der nach einer Spannungsbewältigung strebt. Ist die erfolgreich, kommt es zu einem zur Entwicklung eines Kohärenzgefühls. Man akzeptiert, dass man sozusagen von Zeit zu Zeit in Stresssituationen sich befindet und diese Stresssituationen aber bewältigen kann, und die erfolgreiche Bewältigung dieses Problems trägt dann dazu bei, dass man gesund bleibt. Ist es aber so, dass dieser Stresszustand nicht angemessen oder erfolgreich bewältigt werden kann und zu einem chronischen Zustand wird, dann kann es dazu führen, dass dieses Kontinuum von Gesundheit zu Krankheit sich ausbaut und dass das Risiko zu erkranken entsteht. Das heißt, wir wissen aufgrund dieses Salutogenese-Modells, was also stark diskutiert wird, insbesondere in Berlin in der Charité ganz häufig verwendet wird, um zu gucken, wie man bessere Prävention erzielen kann, dass wir die Möglichkeit haben, durch bestimmte konzertierte Aktionen auch die Präventionsrate zu erhöhen, um eben die Krankheitsrate zu senken. Der Sachverständigenrat für diese konzertierten Aktionen im Gesundheitswesen im Jahre 2000 hat damals schon festgestellt, dass es einen erheblichen Handlungsbedarf gibt im Hinblick auf mehr Prävention und Gesundheitsförderung, dass auch die Prävention gleichberechtigt sein sollte gegenüber der Behandlung, dass 25-30%, ja, so eine hohe Anzahl der heutigen Gesundheitsausgaben in Deutschland eigentlich durch eine langfristige Prävention vermeidbar wären, dass psychosoziale Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten gestärkt werden sollten. So, das heißt also, dass in dem Maße, wie Gesundheitsaufklärung oder Beratung erfolgt oder auch Gesundheitserziehung und Bildung, Prävention tatsächlich erfolgen kann und es damit zu einer Gesundheitsförderung und zu einer Aktivierung der Gesundheitsressourcen kommen kann, die dann wiederum die Gesundheit positiv beeinflusst. Bei der Prävention geht es also um das Eingreifen, also das Intervenieren in dem Prozess, der sich entwickelt hat, um sozusagen, dass sich Krankheiten entstehen. Und um sozusagen die Krankheiten zu verhindern, ist es notwendig, bestimmte Maßnahmen erzielen. Bei der Gesundheitsförderung zum Beispiel geht es um die Verbesserung von individuellen Fähigkeiten der Lebensbewältigung, geht es um das Fördern von ökonomischen, kulturellen, sozialen und bildungsmäßigen, hygienischen Bedingungen. Es umfasst auch die Unterstützung gesunder Lebensweisen, wie Verbesserung des Zugangs zu Anbietern, Partizipierung und Verbesserung der physischen und sozialen Umwelt, also sprich die Aufklärung der Gesunderhaltung. Und wir wissen natürlich, dass das zum Teil sich zwar gut anhört, aber ungeheuer schwer umsetzbar ist, brauchen nur mal so an uns selbst denken und gucken,
was weiß ich, man nimmt sich vor, Frühsport zu machen oder mindestens zweimal die Woche ins Fitness zu gehen. Und ja, und dann kommen noch irgendwelche zusätzlichen Aufgaben und dann sagt man, ach, machst du morgen? Und dann verschiebt sich das und verschiebt sich das. Ne? So, das heißt also, das Bewusstsein zu entwickeln in unseren Menschen, in unseren Patienten, dass sozusagen die kontinuierliche Selbstfürsorge die Voraussetzung dafür ist, dass man gesund bleibt, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Zuweilen glaube ich sogar, dass es sich bei manchen Berufsgruppen oder manchen Bevölkerungsgruppen um Illusionen handelt. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch wieder, dass es sehr, sehr viele Initiativen gibt, die eher der Gesunderhaltung dienen. Eine Initiative, die mich sehr beeindruckt hat und die im sozialen Bereich zu Hause ist, aber eben Auswirkungen hat auf Gesundheit und Krankung im höheren Lebensalter. Von einer möchte ich Ihnen berichten, und zwar kommt die aus Berlin. Dort hat man sich dem Problem gestellt, dass die Familien sich immer mehr trennen. Ich spreche jetzt nicht von Scheidung, sondern ich spreche von der Trennung der Großfamilie, aufgrund dessen, dass die Jüngeren oftmals aufgrund von Jobwechsel in eine andere Stadt ziehen müssen. Ja, so, dass also sozusagen der ständige Kontakt von Großeltern und Enkelkindern gar nicht mehr gegeben ist. Das ist für die Enkelkinder nicht schön, das ist für die Großeltern nicht schön. Es werden damit sozusagen diese hier dargestellten Widerstandsressourcen stark reduziert. Man hat sich also in Berlin, wo es ja doch ein sehr kreatives Pflaster ist, Gedanken gemacht, wie man das machen kann und hat dann eine Initiative entwickelt, die nun schon seit 10 Jahren besteht. Und zwar sind es die Ersatzgroßeltern. Das heißt, es hat sich eine Institution gebildet, die sozusagen alle interessierten Großeltern sammelt und die dann sozusagen an die Enkelkinder verteilt. Ja? So, und diese Initiative hat so viel Widerhall gefunden, dass also tatsächlich ein ganz anderer Lebensbereich entstanden ist, sodass also auch die Eltern entlastet werden. Und es regelrecht zu doch sehr regelmäßigen Besuchen kommt, wo sich Großeltern für die sozusagen Ersatzenkel einsetzen und sich sozusagen da auch einerseits einen neuen Lebenssinn finden und zum anderen natürlich auch für die junge Familie sehr hilfreich sind. Und das sind soziale Aktivitäten, die weit über Fitnessprogramme hinausgehen, sondern wo sozusagen den Problemen der Zeit, ne, dieser hohen Flexibilität im Job zu genügen, was ja oft mit Belastung einhergehen kann oder Doppelbelastung für junge Eltern, die Stirn bietet und damit auf eine neue Art präventiv gegen Krankheiten vorgeht. So, gehen wir nun, also indem wir uns über die Prävention etwas verständigt haben, von einigen Definitionen aus, dann sehen wir, dass wir hier verschiedene Stadien haben der Prävention. Wir haben also im Unterschied zur Behandlung, haben wir die sekundäre Prävention, das heißt also die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen. Wir haben die primäre Prävention, das heißt überhaupt das Auftreten zu verhindern von Krankheiten. Und wir haben die tertiäre Prävention, das heißt Rückfällen wird vorgebeugt. Und diese drei verschiedenen Präventionen bieten Möglichkeiten, um Gesundheit zu fördern bzw. Krankheit zu beeinflussen. Also nochmal, die primäre Prävention dient dem Ziel, das Auftreten von Krankheiten zu verhindern. Die sekundäre Prävention dient dem Ziel, frühzeitig Krankheiten zu erkennen und frühzeitig zu behandeln. Ich denke da also an Prostata-Untersuchungen, Mama-Untersuchungen, dann die tertiäre Prävention, Rückfällen vorzubeugen. Das heißt also, wenn Leute schon chronisch krank sind, dass man dann Bedingungen schafft, damit sozusagen der Krankheitsverlauf sich nicht zunehmend verschlechtert. Die Prävention also die Krankheitsverhütung oder wie man im Lateinischen sagt, preveniere, das Zuvorkommen, sucht also eine gesundheitliche Schädigung durch gezielte Aktivitäten zu verhindern oder weniger wahrscheinlich zu machen oder es zu verzögern.
Ja, das heißt, also die Primärprävention kann alle spezifischen Aktivitäten vor Eintritt einer fassbaren biologischen Schädigung umfassen. Die sekundäre Prävention umfasst sowas wie Gesundheitscheck, Vorsorgeuntersuchung, Früherkennungsmaßnahmen. Und die tertiäre Prävention versucht, die bleibenden Funktionsverluste oder die Funktionsverluste zu verhüten. So, hier habe ich Ihnen einige Zielgruppen mitgebracht, auf die sich die unterschiedlichen Formen der Prävention richten. Zum Beispiel die primäre Prävention richtet sich natürlich auf die gesunde Bevölkerung. Beispiele wären Schutzimpfung, Kampagnen gegen Rauchen oder Fluoridierung des Trinkwassers oder auch diese Aktion, von der ich Ihnen eben gerade erzählt habe. Die sekundäre Prävention berichtet sich an Menschen mit symptomarmen Frühstadien einer Erkrankung. Hier haben wir also die Mammographie bei Frauen über 50 oder auch das Screening auf Prodromalzeichen bei Angehörigen von Schizophrenen. Darmkrebserkrankungen spielen auch als Frühzeichen, können auch frühzeitig erkannt werden und gut behandelt werden. Und bei der tertiären Prävention richtet es sich an Menschen mit manifesten Erkrankungen. Da spielen vor allen Dingen die Patientenschulungsprogramme eine große Rolle oder auch Maßnahmen der beruflichen und der sozialen Rehabilitation. Was sind jetzt die Ansatzpunkte der Prävention? Wir haben zum einen die universelle Prävention, das heißt, das richtet sich an die gesamte Bevölkerung. Dann haben wir die subjektive, die selektive Prävention, das heißt, das richtet sich an Risikogruppen. Und die indizierte Prävention, das heißt, das richtet sich an Individuen und Symptome. Weitere Begriffe aus dieser Präventions- und Gesundheitsförderungsthematik sind die Verhältnis- und die Verhaltensprävention. Das sind Begriffe, die oft im Physikum auch erfragt werden. Unter Verhältnisprävention versteht man die strukturelle Vorbeugung, also die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen und die Verbesserung von gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen. Dagegen richtet sich die Verhaltensprävention eher an die personenorientierte Vorbeugung. Ja, Verhältnis, also strukturelle Veränderung oder Vorbeugung, also Verbesserung von Bedingungen, und die Verhaltensprävention eher an die personenorientierte Vorbeugung, wobei so an individuellen Risiko- und Gesundheitsverhalten angesetzt wird und man versucht, gesundheitsrelevante Lebensstile zu verbessern. Die Verhältnisprävention hat bestimmte Faktoren zur Grundlage. So hängt die Gesundheit ganz deutlich, wie wir schon in der vorherigen Vorlesung sagten, von der Bildung ab, aber auch von der Arbeitssituation und von den Wohnbedingungen. Besonders deutlich ist das also bei Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Bronchitis, Rückenschmerzen und Depressionen. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel unter Rückenschmerzen leiden und dann in einer Arbeitssituation sind, wo sie sich häufiger bewegen können, wo sie wenig schwere körperliche Arbeit haben oder gar keine, wo sie eher so leichte körperliche Tätigkeiten ausführen, werden dort viel besser mit dem Rückenschmerz klarkommen, als zum Beispiel in schweren körperlichen Arbeiten, wenn es auf dem Bau arbeiten oder Straßenbauarbeiter sind. Auch Patienten mit Infarkt sind abhängig von bestimmten Arbeitssituationen. Das heißt also, wenn es eine sehr stressige Arbeit ist, dann ist eher die Gefahr eines Reinfarktes gegeben, während wenn der Mensch eher in der Lage ist, sich selber den Tagesablauf zu organisieren und zu gucken, wie er bestimmte Aufgaben erfüllt, hat er zumindest die Chance, seinen Stress selber zu beeinflussen. So, hier ist nochmal vom Robert-Koch-Institut eine Grafik über den Zusammenhang von sozialer Schicht und Überlebensrate. Und Sie sehen also, dass Menschen, die ein niedriges Einkommen haben,
wesentlich kürzer leben als Menschen, die ein höheres Einkommen oder ein mittleres Einkommen haben. Das heißt also, mehr als 60% der Männer mit hohem Verdienst werden 90 Jahre alt. Bei den Einkommensschwächsten ist dies nur jedem Zehnten vergönnt. Ja, und da haben wir wieder diese sozialen Bedingungen, ja, die uns neben unserem medizinischen Wissen, neben unserem psychologischen Wissen im Sinne dessen, was wir als Gesundheit definieren, ne, als körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zeigen, wie man über Veränderung von sozialen Bedingungen auch die Gesundheit beeinflussen kann. Wie sieht das nun aus mit der Inanspruchnahme der primärpräventiven Angebote? Hier ist eine Grafik, die Frauen und Männer miteinander vergleicht. Und wir sehen also ganz klar, dass bei den Frauen eine wesentlich höhere Rate an primärpräventiven Angeboten in Anspruch genommen wird als bei Männern, lediglich in Bezug auf die Sucht, okay, weiß jetzt nicht, was daran präventiv sein soll, aber wahrscheinlich ist der Genuss von Alkohol gemeint, ist das ungefähr vergleichbar. Aber bezüglich zum Beispiel der präventiven Maßnahmen bezüglich des Stresses oder der Ernährung oder auch der Bewegung sind Frauen offenbar doch, gehen sie viel bewusster mit sich um, zeigen also höhere Selbstfürsorge, was also für uns bedeutet, wenn wir wissen, wir wollen jetzt einen Patienten sozusagen davon überzeugen, dass er primär präventiv für sich oder selbstfürsorglich tätig wird und unser Patient ist männlichen Geschlechtes, müssen wir also schon bestimmte gute Argumente finden. Ja? Und wir wissen zum Beispiel auch aus der Schmerztherapie, wenn es darum geht, unsere Patienten davon zu überzeugen, mehr körperliche Aktivitäten zu bilden, dass es absolut oder fast keinen Sinn macht, die Patienten davon zu überzeugen, ein Fitnessprogramm zu fahren. Ja? Dagegen, wenn man weiß, dass es vielleicht Gruppen gibt, Sportgruppen gibt, wo sozusagen vielleicht Fußball gespielt wird oder Hockey oder Handball, dass das wesentlich leichter ist, weil Männer viel mehr sozusagen motiviert sind, miteinander sportliche Aktivitäten durchzuführen, wo der Spaßfaktor sozusagen im Vordergrund steht, als jetzt beispielsweise wir Frauen, wenn wir uns darüber freuen, dass bestimmte Werte auf unseren Geräten im Fitnesscenter sich zeigen. Ja? So jetzt mal so etwas spaßhaft formuliert. So, das heißt also, die Motivation zu ergründen, die offenbar geschlechterabhängig zu sein scheint, jedenfalls dieser Untersuchung nach, ist lohnend, wenn es darum geht, herauszufinden, wie kann ich meinen Patienten motivieren, körperlich aktiver zu sein, mehr Bewegung zu haben, um eben dann auch mehr oder bewusster auf die Ernährung zu achten, beziehungsweise auch mit gewissen Süchten umzugehen. So, das ist sicherlich keine neue Erkenntnis für Sie. Gesundheitsverhalten ist körperliche Aktivität, ist aber auch Entspannung, sind Pausen, ist die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen bis hin zum Zähneputzen, Zahnarztbesuchen und bewusster Ernährung. Während Beispiele für Risikoverhalten das Rauchen ist, zu viel Alkohol trinken, zu viel Sonnenbaden, ungeschützte Sexualität, Extremsport oder einseitige oder ungesunde Ernährung. Ja, wie sieht es nun aus bezüglich des Rauchens mit den verschiedenen Präventionen? Zum Beispiel gibt es ja seit einigen Jahren das gesetzlich verhängte Rauchverbot in den Gaststätten. Das wäre ein Beispiel für die primäre Prävention, aber auch für die Verhältnisprävention, aber auch für die universelle Prävention. Das ist immer so ganz gerne so ein Beispiel aus der medizinischen Soziologie, was also im Physikum gern gefragt wird. Ne? Wenn jetzt also gesagt wird, was gehört zur universellen Prävention, dann werden einige Beispiele aufgelistet. Und dann ist es eben gut, wenn man sozusagen das schon mal gesehen hat und es dann sozusagen umdreht und weiß, okay, dieses gesetzlich verhängte Rauchverbot entspricht also diesen drei Präventionsformen.
oder auch das Programm zur Raucherentwöhnung bei COPD, also chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen. Das würde dann eher der tertiären Prävention, der Verhaltensprävention und der indizierten Prävention entsprechen. So, nun ist die Frage, wie wirksam die Prävention ist. Und hier sind also, das ist eine amerikanische Studie von 2004. Und hier ist also sogar auch das Anschnallen als Prävention sozusagen aufgelistet worden. Dann die Mundgesundheit, also sprich der Zahnarztbesuch oder der kontinuierliche Zahnarztbesuch, das Trinkverhalten, Herzerkrankungen, Rauchen, Mammographie, Sexualität und anderes. Und man sieht also an diesem Odds Ratio, der unten abgebildet ist, dass offenbar es große Unterschiede in der Wirksamkeit der Prävention gibt, was einerseits auf die Motivation der Menschen zurückzuführen ist und andererseits aber natürlich auch auf den Inhalt. So, wie wirksam ist Prävention, wenn man neues Verhalten aufbaut? Da sprechen wir also von einer relativ kleinen Größe, 12%. Prävention eines neuen unerwünschten Verhaltens, nur 4%. Und die Reduktion eines gewohnten Verhaltens sogar nur 5%. So, das bedeutet also, dass wir hier ein ganz klares Problem haben, ja, was auch deutlich macht, warum so viel Ausgaben von den Krankenkassen für die Behandlung gegeben werden und so wenig für die Prävention. Das ist also nicht einfach nur so, dass das Geld nicht gegeben wird, sondern es ist auch auf der anderen Seite die Frage der Motivation, ja, wer das in Anspruch nimmt. Ja. Und ich erinnere mich an ein Diskussionsforum mit der Techniker Krankenkasse, die so als eine der ersten Krankenkassen versucht hat, die Prävention im Fitnesscenter sozusagen mit bestimmten Punkten, ja, zu honorieren, also operant zu verstärken, wenn man so will, und eben bemerkt hat, dass das also kaum in Anspruch genommen wurde. Ja, oder wenn Krankenkassen versuchen, was gegen Übergewicht zu tun, ja, also durch bestimmte Ernährungsprogramme, und das ebenfalls nicht in Anspruch genommen wird. So, das heißt, dieses Thema Prävention, was uns ja auch sozusagen nur unter soziologischem Aspekt jetzt hier in dieser Vorlesung begegnet, ist ein sehr, sehr schwieriges Problem. Ja, die meisten Menschen reagieren erst dann, wenn sie krank geworden sind, aber es ist ziemlich schwierig, sie sozusagen zu einer Prävention im Vorfeld zu bewegen. Wir haben mal ganz kurz drüber gesprochen, über den Ausdruck der counterintuitiven Empathie, das heißt, dass man sozusagen indirekt vorgeht. Und ich glaube, dass wenn wir unsere Patienten überzeugen wollen oder sie motivieren wollen zu präventiven Maßnahmen, dass es eben ein Fehler ist, wenn man das versucht, sozusagen auf einen direkten Weg zu machen. Ja? Also wenn man zum Beispiel sagt, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie übergewichtig sind, dann müssen sie sich eben mehr bewegen. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, denken Sie an das Beispiel, als ich Ihnen erzählte, dass die Patientin sagte, ich bin dann eben dahin gegangen, weil ich dort jemanden getroffen habe, mit dem ich mich gut verstanden habe, ja, und sozusagen sozialen Kontakt gepflegt habe. Oder wenn Sie an das Beispiel denken, über diese Initiative, ja, über diese sozusagen Ersatzgroßeltern, ja, aus Berlin. Da geht es immer darum, um Wohlbefinden. Ja? Und solange und wenn wir es schaffen, dem Patienten das Gefühl zu geben, dass er sich durch diese andere Verhaltensweise wohler fühlt als vorher oder bestimmte Probleme vielleicht damit verliert, die er vorher hatte, dann wird er dem auch nachkommen. Wenn es aber nur darum geht, sozusagen diszipliniert jetzt ins Fitnesscenter zu gehen, damit man eben 2 Pfund weniger wiegt, dann wird er das nicht machen, sondern wird das eher als Bedrohung erleben. Ja? So, das heißt, und das sind jetzt auch schon meine letzten Worte für heute, unsere Aufgabe als Arzt, als Ärztin, ist es, durch Einfühlung herauszufinden, was der Patient möchte, seine Ressourcen zu entdecken und diese Ressourcen dann zu nutzen, um ihm zu helfen, gesünder zu werden. Letzten Endes aber ist es die Entscheidung des Patienten. Ja? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche.